Hallo und herzlich willkommen zum Newsflash. Anfang Juni fand bereits zum 7. Mal das Antifee-Festival statt. Die Teilnehmenden trafen sich auf der Wiese hinter dem Blauen Turm. Es gab Vorträge und Workshops zum Thema feministische Gesellschaftskritik. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz, denn es wurde für Live-Musik und Getränke gesorgt. Für alle, die sich für ein Studium im Ausland interessieren, organisiert das Foyer international zweimal im Semester Länderabende. Ausländische Studierende haben da die Möglichkeit, ihr Land vorzustellen. Der letzte Länderabend am 24. Juni beschäftigte sich mit dem Leben und Studium im Baltikum. Vorgestellt wurden Estland, Lettland, Litauen sowie kulturelle, landeskundliche und geschichtliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Landestypische Spezialitäten sowie estnische und litauische Musik untermalten den geselligen Abend. Der diesjährige Dies Academicus war wieder ein sehr großer Erfolg. Tausende Studierende haben sich auf dem Sportgelände eingefunden und an verschiedenen Turnieren teilgenommen. Auch wir waren mit unserer Kamera dabei. Neben Teilnehmern und Zuschauern haben wir auch Stimmen von helfenden Händen aus dem Sanitätsdienst und der Gastro eingefangen, die für uns den Tag resümiert haben. Der fertige Beitrag wird in Kürze online gestellt. Viele von euch haben auf dem Dies sicherlich mitbekommen, dass sich einige mit Farbe beworfen haben. Das geschah in Anlehnung an das hinduistische Frühlingsfest genannt Holi, auch bekannt als das Fest der Farben. Wer das auch mal live erleben möchte, sollte sich im Kalender den 3. und 4. August vormerken, denn da findet auf dem Parkplatz vor dem Jahnstadion ein Holi-Festival statt. Noch gibt es Karten im Vorverkauf. Auch in diesem Jahr lädt das Zentrum für Theorien und Methodik der Kulturwissenschaften zu einem eintägigen Future Thinker Workshop ein. Future Thinker dieses Mal ist Gottfried Böhm. Eingeladen sind alle Interessierte, die gemeinsam mit dem Theoretiker über Themen des Cultural Turn diskutieren möchten. Der Workshop beginnt mit Gottfried Böhms Vortrag Geteilte Aufmerksamkeit – Anmerkung zur ikonischen Differenz am Donnerstag, dem 4. Juli im Alfred-Hesse-Saal im historischen Gebäude der SUB Göttingen. Das Open-Air-Kino im Freibad in Brauweg hat wieder seine Pforten geöffnet. Bis Ende August werden jeden Donnerstag, Freitag und Samstag Filme vorgeführt. Bringt am besten eine Decke und gutes Wetter mit. Das Programm findet ihr auf der Website des Lumière Kinos. Die Semesterferien stehen vor der Tür. Doch haben sie ihren Namen wirklich verdient? Viele von uns müssen während der Ferien Klausuren schreiben, Semesterarbeiten schreiben oder gar ein Praktikum machen. Wir wollten wissen, was ihr während der Ferien macht und haben deswegen eine Campus-Umfrage gemacht. Was machst du denn in den Semesterferien? Also bis jetzt habe ich immer gelernt, weil ich immer auf dem zweiten Termin Klausuren geschrieben habe. Aber jetzt mit der Masterarbeit arbeite ich auf Messen und den Rest der Zeit chill ich. Ich bin Franzi und ich habe Englisch und Chemie studiert. Und ich mache in den Semesterferien nicht so viel anderes als im Semester auch, weil ich promoviere in Englisch und arbeite auch an der Uni. Bethi ist 22 Jahre alt, studiert Jura und ist im 6. Semester. Und auch von dir würden wir gerne mal wissen, was du denn so in den Semesterferien treibst. Also in den Semesterferien schreibe ich grundsätzlich Hausarbeiten und mache Praktika. Okay, und sonst fährst du nach Hause, lässt du dich von Mama ein bisschen verwöhnen? Maximal eine Woche. Maximal eine Woche? Ja. Aber Düsseldorf ist auch schön. Ja, sehr schön. Und ich würde auch gerne länger verweilen, aber es passt zeitlich nicht. Vielleicht nach dem Studio. Ja, hoffentlich. Dies war der letzte Newsflash für dieses Semester. Wir von Univision wünschen euch viel Erfolg bei den Klausuren und schöne Ferien. Bis nächstes Semester. War's das? Endlich schneiden!